Ich hab echt keine Ideen mehr. Nee, hallo. Und herzlich willkommen zu diesem Video. Folge 100, Gothic Phone. Ja. Geil. Mit allen dreien. Hey. Hey. Es stimmt aber, guter Punkt, Mordor. Ich habe auch gerade keine Idee. Oh, danke. Ich habe eine Idee. Ich bin wohl ein Trendsetter. Und eine Schlange. Hey. Und eine Okay. Ich kann dazu nichts sagen, Leute. Müsst ihr nachfragen. Das war meine Hunde-Interpretation. Deine Hunde? Okay. Ja, es war nur 1 zu 1 war das nur halt Schnauze, ja. Also ich habe da viel erkannt, nur kein Hund. Werde ich nach deiner Meinung gefragt. Ja, wo recht hat. Ja, da brauchst du gar nicht so verunsichert. Das war Mordor selber. Nein. Doch! Oh, Alter. Ich weiß doch, wann ich was sage und wann nicht. Was du? Nee. Ich bin übrigens auch dabei, Leute. Hallo, Leute. Hi. Hallihallo. Ich bin vom Maudado ärgern lassen. Der ärgert dich gar nicht. Nee, der zerstört meine Existenz. Der Maudado ist echt voll im Mobbing-Modus dir gegenüber. Ich weiß aber nicht warum. Ich auch nicht. Ich hab nichts gemacht. Ich verstehe das. Ich verstehe dich so gut, Maudado. Er hat noch vorletzte Folge einen Satz gesagt. Ich bin immer noch mad. Welchen? Ah, ja. Ich werde ihn nicht wiederholen. Du warst einmal mad, als ich zur Begrüßung Hallo, du Hübscher gesagt habe. Oh mein Gott, er hat schon wieder gesagt. Das ist jetzt meine Begrüßung, sein Verfolger. Warum triggert dich das denn? Weil ich nicht hübsch bin, du Hurensohn. Genau, nee, das war ja auch nicht das sagen. Volle Zitat. Ach so. Was hab du ich geil, dir, was? Du geiles Stück? Da, nein, das war, ich hab was ganz Normales gesagt. Ja, klar. Das ist so gelogen. Warum reden wir da überhaupt wieder drüber? Was mal? Ach nee, darüber. Okay, ja gut. Warum reden wir überhaupt? Sorry, tut mir leid. Ja, eben. Nee, was war jetzt los vor ein paar Folgen? Jetzt will ich's wissen. Ich hab wirklich nur. Ich bin in Teamspeak gekommen und hab gesagt: Hallo, du Hübscher, wie geht's dir? Oder irgendwie so. That's it? Ja, ich finde das auch frech. Zu aggressiv. Ich bin da voll bei dir, Mordado. By the way, wenn man nur schwarze Konturen hat und dann mit schwarz füllt, füllt er das auch nicht komplett richtig. Also fick diese lange Erklärung. Jawohl, jetzt muss ich es nicht mehr flamen in der Folge. Mordado, weinst du gerade? Oh, es kann mich nicht mehr zum Weinen bringen. Ja, kann die ich Tränen nicht. Sind schon die Drüsen sind schon leer. So, wenn jemand aus den Kommentaren erkennt, welches Gemälde ich nachmale hier gerade. Der schreibt. Gewinnt ihr 1 Million Euro. Gewinnt ihr einen GLP-Comic? Nein, gar nichts. Wir werden übrigens dafür bezahlt, wenn wir den erwähnen, dass ihr euch nicht wundert. 2 Euro pro Erwähnung. GLP-Comic. Der alles kann tun, ne? Du, direkt das System kaputt machen. GLP-Comic. Nein! GLP-Comic. Ich geb dir kein Geld, nur Senioren. Schneid bitte meine Aussage raus. Welche Aussage? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ah, okay. Oh Gott. Oh nein, ich hab was Wichtiges vergessen. Fertig. Ja, keine Ahnung, ich bin nicht fertig geworden. Okay. Verdammt. Was zur Hölle? Soll das ein Pokéball sein? Wer von euch hat einen Pokéball geballt, Manu? ist das... Manu, du weißt schon, wie ein Pokéball aussieht. Wie kannst du da gleich weiß einbauen? Du hast ihn nur rot gemacht. Ah, das war der... Ah, okay. Ich verstehe, was der Fehler war. Okay. Hast du einen orangehaarigen? Ja. Oh, kennst du keinen Bleach? Den Anime? Ja. Ja, nicht, dass den habe ich nicht geguckt. Ja, okay, dann hast du ein Problem. Ja, ich hab geschrieben, was ich gesehen habe. Okay. In Notzhaus. Gut. Hey, du weißt schon, dass da nicht viel Platz ist? Ja, schon, aber es klingt so geil. Nö, wisst ihr was? Ich google das jetzt nicht. Ich google das nicht. Ich mach's genau wie den Pokéball aus dem Kopf. Und das wird schrecklich. Dein Pokéball war ja von der Proportion her richtig. Ja, wow, war ein Ball. Ja. Was für Junge, wer hat denn hier bitte... Bist du? So viele wer hatte Dinge denn Zeit, tun. Hat... Wer hatte denn Zeit, um 5 Personen zu malen? Wer hatte denn Zeit, hat... Ich hatte Zeit, 5 Personen zu malen. Warum? Ja, weil ich nicht die Zeit dafür habe. Das soll jetzt mein Problem sein. Oh, es tut mir so leid, Leute. Wirklich. Nee. Mein Kopf ist... Also, ich kann gerade noch schlechter malen als sonst. Warum? Geht's dir gut, Manu? Hast du Corona? Die ist doch geimpft. Was ist jetzt los? Ich verstehe nicht mal, was hier abgeht. Normal mit Mordado verstehe ich auch nie. Oh nein, warum ist da Pfeffer?
Oh mein Gott, ich erkenne es als das, was es sein soll, glaube ich. Was zur Hölle? Ruft mich gerade einer was? Von euch in Discord an? Nein. Nein, das war das Spiel. Echt mal, es klingelt? Ruf. Ja, es hat gerade gleichzeitig im Spiel geklingelt und in Discord. So, lol. Ob ich den hier ab? Phil-Tool? Bitte. Das ist schlecht bitte. Übrigens. Ah, da. Bitte noch lila. Nein! Ja, auch. Ey, 3 Sekunden hätte ich gebraucht. Ja, ich auch. Wenigstens noch das lila rein. Was ist das? Let's go, let's go. Los, Manu, los, Maudado. Los, Manu. Los, M&M. Ja. Okay, und los geht ihr vor. Hallo, die, alle, die bis hierhin geskippt haben. Was soll das? Du mit altertümlicher Diebesmaske bekämpft Anime Boy. Das sollte Ichigo sein, der einen Hollow-Schneckchen bekämpft. Oh mein Gott. Maudado bedroht braunhaarigen Typen plus Blauaug und heller Haut. Hallo, ich hab jetzt ein Anime-Gesicht-Tutorial angeguckt, wie man das malt. Blauaug! Ja, ist nicht ganz durchgekommen. Okay. Er ist perfekt durchgekommen. Ist nicht gut was durchgekommen. Was ist ein Ichigo? Ichigo ist der Hauptcharakter von Bleach. Ah. Okay, wie ist das zu dem geworden, was ich gesehen habe? Maudado, sein Blog Pikachu kuschelt hier. Ja! Alter, was ist denn das für ein Deutsch? Ja! Er sieht man immer in den Videos. Ein Pikachu, mein Kräftblock greift Schneckchen an. Ja, lol! Ja, das habe ich auch gerade hier gesehen. Und weil mir nichts eingefallen ist, habe ich es gemalt. Ich habe versucht herauszufinden, wie das Spiel hieß, aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Pixelmon, oder? Oder nicht? Nee, wie hieß das? Das war so mit so einer Insel und da ist man durchgegangen. Eine Insel mit zwei... Ach, das wollte man vorhin singen. Nee, ich wollte Schnappi singen. Nee, Pixelmon war dieses Smile. Also, okay, so kann man natürlich 5 Leute malen. Der Nozus Quote sitzt auf Paluten. Manuel Fettpunkt Klaus trinkt. Alter! Kackt scheinbar drauf. Ja. Jo! Blutsaft auf Paluten durch die Lüfte. Sie bringt. Es sieht irgendwie aus wie so ein Surfbrett mit diesem. Ja, das stimmt. Surfbrett. Das stimmt so echt. Surfbrett. Ja, das ist so die Wellenbewegung und ja. Hat der Pokéball. Als hätte ich noch nie Pokémon gesehen. Pokéball. Hä? Wieso stinkt denn? Ja, Alter, ach komm, Alter. Also das ist das. Kommt aus einem Pokéball. Das ist das ganze Ding, wie gut man malen kann. Mann, ey, diese Unterschiede. Das ist tut ja weh. Also, du hast den Maudado cool gemalt, du hast ihm so einen Katzenmund gegeben. Ja, verschmitzt. Also das ist disgusting, wie gut das Bild von Maudado in der Zeit ist. Ja. Die Schattierung auch mega, ich kann dazu nichts sagen. Es fühlt sich schon fast unfair an. Ja, ja, es ist unfair. Geil. Als wenn er mit Blinden malen würde. Ist wirklich so. Ja. Moin Leute, willkommen zur zweiten Runde. Ich bin dran hier zu reden, ja? Achso, es tut mir leid. Ich weiß genau, was ich male. Es wird wieder Zeit, das einzig Wahre zu malen. Komm Leute, ihr wisst es. Ich weiß doch. Es. Ich mal es aus. Ich mal es aus. Und mal es jetzt mal wirklich kurz im Ernst. Ich habe das Gefühl, das Fülltool ist beschissener geworden. Leute, jetzt hört auf, dieses arme Fülltool. Nein, ich will jetzt nicht aus Meme her sagen. Ich glaube wirklich, dass das Fülltool beschissener geworden ist. Ey, das Wort aus, aber frech. Dieses Spiel ist kostenlos. Man kann es online spielen. Ich würde doch dafür zahlen, wenn es besser wird. Aber er kann es ja nicht. Wenigen, die dafür zahlen würden. Wir supporten auf Patreon oder so. Patreon. Die Lache war frech. Ich fühle mich nicht mehr schlecht dafür. Immer wenn ich an schlechte Englischaussprache bei mir denke, muss ich immer dran denken, wie Zombie an mich ausgelacht. Ja, bei WoW. Hast du dir Patreon gesagt, wenn ich es auf Deutsch sage? Ja. Ja. Der deutsche Name von der Seite. Hast dich gerade zu einer absoluten Lachnummer gemacht. Echt mal? Ich hab's nicht mal verstanden, dass ihr da euch irgendwie lustig macht. Und wer ist auf der einer Ebene über euch, Leute? Hat das gemeine Fußvolk etwa über mich gelacht? Denken Sie Maudado immer? Nee, ich denke mir nur... Wo bin ich hier? Egal, was passiert. Ja, immer wenn er mit dir redet. Deswegen redet er ja selten mit mir. Er redet den Tag mit dir im Bett. Antwortest du nie. Ach so. Erzählt er dir das? Mhm. Vielleicht ist das gelogen, wie so einiges, was Maudado erzählt. Kann sein, ja. Ist ein Lügenbold. Wie er nur dreckig lacht, wenn seine Lügen. Ja, ich darf es ja nicht sagen, weil zensiert wird. Ich wollte sagen, immerhin bin ich nicht. Ich bin gern.
Das freut ihn einfach. Oh. Ja, weil es einfach, weil niemand mehr weiß, was gesagt wurde. Ja, also ich sag ja schon viel. Manchmal zu viel, aber was ihr hier droppt, das. Nee. Ich möchte nicht gecancelt werden. Für Hassrede. Für Hassrede. Also gecancelt finde ich gerade auch irgendwie lustiger als literally. Gecancelt ist okay. Echt? Was? Hä? Wie soll man denn. Schon mal Englisch gehabt? Mach's doch gecancelt. Liebes Chaos zu stiften. Gecancelt. Zu stiften. Stiften. Gut. Ich hacke mich rein. Danke. Guter Input. Ja, oh mein Scheiße. Gott. Nein! Also irgendwie hat was sehr Cooles gemalt, aber ist nicht fertig geworden. War ganz bestimmt ich. Ich glaube, es war ich. Alter, was war das für ein quietschendes Auto? Ich musste los, Bruder, nach dem Witz. Ach so. Oh. Warum hä, denn warum? Wer hat denn dasselbe nochmal genommen von damals? Nee, das ist umgedreht. Es ist umgedreht. Das letzte, ist es? Ja, das letzte Mal warst du mit einer Puppe, aber jetzt ist die Puppe mit dir. Also, sorry, ich glaube, es reicht. Also, wir hören das Projekt auf. Das war's. Ich meine aber nur noch dasselbe. Also, damit hast du es gerade wirklich bewiesen. Du willst einfach nur nicht mehr mit aufnehmen. Ja, richtig. Ich bin auch einfach jetzt raus. Nach deinem Verhalten gegenüber Maudado. Okay, ich bin nie wieder nett zu Maudado. Es tut mir leid. Junge, danke. Du warst nie nett. Es tut mir leid. Also, ist keine Entschuldigung an dich, ne? Nein! Okay, dann lasse ich die Kontur weg, fertig. Ich habe gerade einmal komplett Kontur drum gemalt und aus Versehen Rechtsklick gemacht und hat sie sich einfach gelöscht. Weil was? Ich noch nicht fertig gezogen hatte. Das hatte ich auch schon, ja. Was zum Teufel hast du da gemalt, Maudado? Okay, seid ihr ready? Ja, ich bin ready. Das ging schnell, ja. Na, hallo, ihr Skippers. Nein, okay, den Witz machen wir jetzt nicht jedes Mal. Alter, das ist so cursed, ey. Ich glaube, das habe ich vergessen, Teil. Maudado chillt mit Mumien. Oh, ich habe den Mumienteil, glaube ich, weggelassen. Ups. Hey, ich habe zweimal Mumien. Hey! So richtig kurzer Satz. Was zur Hölle? Mumien war mir zu gruselig. Mumien Maudado, Mumien Schnecke. Also einfach das Gegenteil. Ich spiele sehr gut. Aber die Schnecke ist geil. Wie ist das denn passiert? Oh Mann. Ich hab chillen sollen, so lange gemeint, dass ich Mumie einfach irgendwann nicht mehr gedacht hab. Geil trotzdem. Nächstes Mal mach ich hängt ab, einfach nur. Ja. Oh. Ja. Siehst du, nice. Komplett anders als sonst. Ein Minion mit einer Manu-Puppe in der Hand. Die Frise von der Minion ist mega geil. Und ja. Hält sein Spielzeug GLP hoch. Ich mag auch das eine Haar auf Manu, ist ja schön. Ja. Das macht es so viel einfacher, mich zu malen. Ja, das stimmt. Ja, bisschen aus wie eine Schildkröte. Welches von Manu kam. Ja. Ach so, ja gut. Ah, ja, lol, wie lustig, ich habe meine Haare auch über den Sitz gemalt. Wir haben einen Film im Kino geschaut. Das Gott plus C. Da sieht man die Prioritäten. Alle chillen gemeinsam im Kino. M und C halten Händchen. Und dann klasse ein Händchen, wollte gerade sagen. Cooles Detail. Ja. Auch wie du die Enter so oben an den Rand noch hingeschrieben hast, obwohl es nicht da stand, dass bei mir auch der Film vorbei ist. Hab ich sogar erkannt. Es steht haben im Satz. Oh. Der Satz war einfach gut geschrieben. Nimm mir meine Freude. Hey, was ist das denn? Lol. Kannst du wieder selber malen. Die LP sein Gruber Avatar mit pinkem Hintergrund. Wie lustig, dass. Eins zu eins. Neuer Avatar für YouTube in gut. Ich wusste nicht, wie ich es beschreiben soll, denn ich meinte halt einen Witz mit seinem Avatar. In gut. Ich wünschte, so würde der aussehen. Oh Mann, das gilt als Vorlage für den nächsten. Ja, für die Halloween-Special-Folge. Aber der obere ist richtig gut geworden, Manu. Ja, kam gut hin. Ja. Das ist ein sehr cooles Bild. Das ist der stärkste Kontrast, den ich je in dem Spiel gesehen habe. Ja, wirklich so. Mumien Maudado chat mit Mumien Schnecke ab. Ah, erstmal am Strand chillen und alles. Das ist einfach die Pre-Story. Irgendwas ist da am Strand passiert. Oder die waren schwimmen und dann sind halt die Bandagen weggeschwommen. Echt mal, ja. Ach so.
Ja, dann ist es ein Happy End. Happy End it is. Sehr schön. So befreit man sich vom Mumienfluch. Na gut, Leute, schaut in die Beschreibung, da sind die anderen drei verlinkt. Und wir hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.